Einen dramatischeren Hintergrund für ihr Volleyballmatch hätten sich diese Isländer kaum aussuchen können. Während die Lavanuss aus dem Krater sprudelt, spielen sie sich entspannt ein paar Bälle hin und her. Am 19. März ist der Vulkan Fagradalsfjall 30 Kilometer südwestlich von Islands Hauptstadt Reykjavik ausgebrochen und seitdem ein absoluter Touristenmagnet. Zu Tausenden strömen Schaulustige zu dem Naturspektakel. Für die Corona-geplagten Isländer eine willkommene Abwechslung. Oh, it feels so nice. Es ist wunderbar. Es fühlt sich wie ein Musikfestival an, so viele Leute hier zu haben. Ich liebe es. I love it. I love how many people are here. It's so crazy. Es ist so verrückt. Ich muss mir die ganze Zeit vergegenwärtigen, dass ich wirklich hier beim Vulkan bin. Amazing. Wirklich unglaublich. Ich bin schon zum dritten Mal hier. Und jedes Mal ist es anders. Ganz ungefährlich ist der Spaß aber nicht. Bis zu 1200 Grad wird das geschmolzene Gestein heiß. Kleine Explosionen im Strom können zudem immer wieder glühende Tropfen auch in weitere Entfernung schießen. Die Volleyballer schreckt das nicht. Mit Kaffee aus der Thermoskanne lassen sie den Abend in spektakulärer Kulisse ausklingen.